Moin liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge S19 Ellerbach. Heute am Dienstag, wunderschön, guten Mittag wünsche ich euch. Und es ist öfters wieder, nicht Ellerbach, sorry, NF-Marsch meine ich. Soll jetzt auch wieder öfters NF-Marsch kommen, da ich da Bock drauf habe. Und ich habe jetzt ein bisschen was vor heute. Gerade der Kehrstein steht da hinten, glaube ich. Hoffe ich, dass er da steht. Gerade unsicher. Nee, muss man kaufen, glaube ich, noch. Diverses. Ja, muss man kaufen. Ja, so, in die Halle zu ran, das steht am wenigsten. So. Perfekt. Mal waschen und dann. Super. Weiß ich gar nicht, geht in den Ladewagen Kompost rein? Das wäre eine gute Sache auf jeden Fall. Denn ich habe auch einen CP-Fahrer losgeschickt zum Kompost verkaufen. Der ist jetzt gleich gerade oben angekommen. Der wird jetzt gleich verkaufen. Hoffentlich. Bin ich mal gespannt, was an Geld bringt, weil wir brauchen ein bisschen, wir brauchen einiges Geld für meine Pläne, die ich vorhabe. Denn für die nächste Produktion, die ich vorher hätte, brauche ich mein Sägewerk. Geld für ein Sägewerk? Haben wir nicht. Also müssen wir Geld anschaffen. Also eine Fläche fürs Sägewerk. Sägewerk ist riesig. Ist hier ein Platz hier, auf die Fläche zum Beispiel. Das braucht sogar die Fläche hier ungefähr. Deswegen würde ich gerne hier die zwei Flächen kaufen. Das hier hin platzieren. Dann kann ich mich hier reinfahren. Sie platzieren. Wir haben genug Wald zum Abholzen noch dabei. Also auch genug Holz. Wenn die zwei Flächen zusammen 300.000. Das ist schon einiges. Deswegen müssen wir mal gucken. 300.000 zusammenzukriegen wird anstrengend. Kein Kompost rein. Schade. Na ja, schnell wieder weg, den Hänger. Dann kann er ja wenigstens wieder Bodenwaldung, würde ich mal sagen, anfangen. Ui, ui. Jo. Ordentliches Geld. Ich wollte übrigens das Tastatur, falls sich jemand fragt, warum ich so schlecht war. Ich das Tastatur abfahren. Jetzt haben wir es mal eigentlich für Fläche. Wir haben doch nur Feld 1, oder? Und das da oben, genau. So. Das hier ist zu teuer, das ist auch ziemlich teuer. Das heißt, dann wofür? Oh Mensch. Das heißt, ich würde sagen, wir haben schon wieder auf die Karte geguckt. Als nächstes wollte ich gerne Tabak ansehen, denn Tabak, gucken wir mal hier. Ein gut Geld. Hopfen und sowas können wir gar nicht verkaufen. Ne, Hopfen könnten wir gar nicht zum Beispiel verkaufen. Und so ein Mischgetreide oder sowas, da hier so bringt nicht so viel Geld. Mohn bringt auch gut Geld, das können wir mal probieren, aber ein bisschen. Noch Hopfen oder noch verkaufen, cool. Ich will ein bisschen, sag ich mal, Vielfalt reinkriegen. Deswegen würde ich als nächstes wahrscheinlich mal auf Tabak pflanzen. Stellt die Frage, die ich gerade schon beantworten wollte. Müssen wir irgendwie pflügen? Nein. Wir müssen düngen. Düngen können wir mit dem Düngerstreuer. Das ist möglich, denke ich mal. Gerade hier so ein schönes Fenster aufgeploppt. Weg. Seht ihr nicht, aber ich sehe das. Das hängt an so einem Bildschirm halt drüber, das nervt. So, das wird immer kaufen. Dünger ist teuer. Aber notwendig. Naja, ist halt so. Gas geben, dass wir Dünger kriegen. Ui. Ich hätte gerne Bock auf neuen Trigger, aber Trigger sind so teuer. Wofür? Wenn ich wenig zu tun sonst. Was wir noch machen könnten, wäre Mission. Wird gut, was auf jeden Fall Geld bringen könnte. Aber wir brauchen Geld. Wir brauchen einfach nur Geld. Das ist was, was wir extrem brauchen. Money, money, money. Ja, Mineraldünger. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Müsste reichen. Das ganze Geld, was wir gerade eh wieder bekommen haben für den Kompost, wieder ausgegeben. Das ist belastend. Wenn er gleich da ist, dann wird er wieder beladen und darf weiterfahren. Ich war recht, aber egal. Ich will nicht weggeschmissen, der Kram bleibt ja hier. Sollte aber alles reingehen. Ja, geht locker alles rein.
Ich hab nicht verrechnet. Und was ist da? Oh, bin ich gut im Schätzen. Bin ich ein Profi. Eieieiei, Leute, das ist ja wahr. Hui. Nicht schlecht gerechnet. Naja, egal. Ab geht's zum Hof, da kann er nämlich erstmal düngen. Schon 90%. Das ist belastend. Egal. Dann kann er hier erstmal düngen. Während wir uns darum kümmern. Ja, den Kompostträger zu befüllen. Sag ich mal. Dass der den Kompost wieder verkaufen kann, denn ich hätte gern massenhaft Money. Jetzt kann ich kommen bei Hopfen. Nee, bei Tabak eigentlich Stroh raus? Ich glaube nicht. Gibt Tabak eigentlich viel Ertrag? Ich weiß es gar nicht. Ich habe noch nicht Tabak angebaut. Werden wir sehen. Feldarbeit. Kursgenerierung. Feld 1. 2 Bahn. Es ist egal, wie rum. Ecken können wir diesmal weich machen. Machen wir auch scharf. Feldrandkurs. Perfekt. Dann hier Abfahrer einstellen. Dann speichern. 0, 1. Düngen. 2, 4. Gut. Speichert, du machst es einmal bitte. Also viel Dünger braucht er ja nicht, aber kann ja schon fahren. Ein schönes Screenshot hiervon, wenn er gleich hier lang kommen sollte. Vorwärts mal wieder fahren. Jetzt mach doch mal ein bisschen schneller. Ich will ein Bild machen. Wo du einfach so von hinten hier wegfährst. Das wäre cool. Winde lang im Hintergrund, weil ich in Nordfriesland. Da ist mein Screenshot, perfekto. Dann können wir mal in den hier. So angekommen. Perfekto. Kann ich gerade mal auffüllen. Wegmachen. Dann kannst du wieder aufgefüllt werden, dann kannst du nicht weiterfahren. Ich habe auch Bock, einen neuen Anhänger zu kaufen. Da fehlt zurzeit das Geld für. Weil ich meine, wenn ich einen Anhänger holen würde, dann wird es hier sowas Größeres sein. Also hier 45. Top Liter oder so. Der hier wäre cool halt. Der TM. So, halt 91 Bock drauf. Hier mit 45.000 Liter Mulde. Und halt, ich könnte schon rückwärts fahren damit, das wäre optimal. Ring IT1 würde wahrscheinlich der Hänger sein, den ich mir kaufen wollen würde. Perfekto. Jetzt ab. Hier durch die Wand durch. Ich meine, ich frage die Stelle, wo der Kompost da steht. Da ist wenigstens. Da kann man jetzt durch die Wand durchfahren. Das ist ein großer positiver Aspekt dieses Dingens. Super, du machst das. Du bist auch dabei. Optimal. Wir können ja mal gucken, ob wir noch irgendwelche Missionen hätten für unseren Trecher. Hier fällt 4 Ernten. Oder irgendwie sowas düngen. Düngetechnik. Weil er hat einen Trecker frei gerade zum Abfahren, das ist das Problem. Also müssten wir schon irgendwas haben zum Abfahren. Ah, das ist human. Wenn wir das machen, haben wir 3000 Gewinn, das lohnt sich nicht.
Dingemission. Und da muss ich dann Flüssigdinger noch verkaufen, also. Mal gucken. Lass uns lieber, wir gehen lieber mal. Ihr könnt, was haben wir eigentlich noch für einen Kredit offen? Wie viel tausend, wie viel Euro können wir noch kriegen? Millionen Kredit? Ne, jetzt haben wir voll. Ja, dann würde ich sagen, wir machen das anders. Wir machen jetzt hier, wir kaufen, wir mieten uns jetzt das Forstgebiet. Also kaufen uns das erste schon mal. Ja, kaufen das Forstgebiet, das kleinere von beiden. Das hier. Dann tun wir hier schon mal abholzen. Dann fallen das dann verkaufen. Das wäre eine Option. Ich überlegen. Ja, das wäre eine ganz schlechte Option. Machen wir mal das so. Und dann gehen wir mal hier drauf. Und dann den Ponzo. Guck mal zu. 21.000. Mag kein erstes Wasser jetzt dazu. Das ist teuer. Perfekt, bringt wieder weg, das ist super. Dann. Mit der losen Wald. Naja, die Fahrt wird ein bisschen dauern, würde ich sagen. Joa. Mann, Tempomat rein. Wir müssen es mal gerade ausrollen lassen. Ja, gucken wir uns irgendwas hin. Das ist optimal, weil wir einen Hänger rein. Klar, das bringt nicht viel Geld. Jetzt wäre natürlich die zweite Sache, die wir bräuchten. Wir rein Hänger. Ich habe die URL-Hänger vergessen. Ich wollte nämlich eigentlich URL-Hänger mit reinnehmen. Ich meine, für Ballentechnik, glaube ich. Also, wenn ihr URL wisst, für Holz, Link in die Kommentare, wäre nice. Dann will ich mir nämlich auch irgendwann holen. Sonst will ich mich jetzt den hier holen. Den anderen hier. Und direkt mal mit den aufladen. So, den anderen laden. Ist die beste Option. Was bist du denn unterwegs? Ich dachte gerade, hä? Fällt er nicht, aber der muss erst dahin fahren noch. Ist ja unten rum. War gerade verwirrt. Deswegen. Tut mir leid. Stimmt, vielleicht mal die URL für Heuball, wenn ihr viel Ball mit rein. Ich weiß nicht, ob die auch holzkonfigurierbar sind oder sowas. Müssen wir uns mal testen. Der Google Ben, weil dann wäre es nämlich einfacher. Mit Dolly und dann Träger an Dolly und dann wird gezogen. Das geht. Meine, klar, Mieten ist teuer, aber wenn wir jetzt den ganzen, wenn wir sagen, wir holen jetzt die ganze Waldfläche ab. Einen Großteil der Waldfläche ab, machen damit Geld. Zum Großteil. Wäre das eine gute Sache. Dann können wir gucken, dass wir irgendwann vielleicht externen Kredit aufnehmen könnten oder Sponsors finden. Jetzt dann die Fläche abkäufen, dann da sein Pad-Zeug bauen würde. Also ein bisschen, ein bisschen Spieltechnik verpacken, einfach ein bisschen Geld gut schreiben, dafür mehr Geld gut schreiben. Teil dann sponsern lassen. 11.000 für den Einhänger und Brennsing war ganz schön. Zeig den aktuellen Kompostpreis. Vielleicht habe ich nochmal gekauft die obere oder untere. Die untere, das heißt, die muss nach unten. Aber wir sind jetzt wieder auf fast 38.000 sind wir jetzt wieder, das geht schon. Haben noch ein bisschen was da liegen an Kompost. Sagen wir es mal so. Wie es ist.
Will ich auch noch gerne verkaufen den Kompost, denn also miete ich mir noch einen Trecker dazu, einen kleinen. Nachdem ich dann hier Dingse das Holz weghaue. Aber das Holz machen wir nächste Folge mit, Leute. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ui. Schaut gerne beim nächsten Mal vorbei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und Abend nicht vergessen. Ciao, ciao.